Beziehungstipps zur Adventszeit. Von und mit Mario Barth. Wenn wir Männer eins lieben, dann sind er der glückliche Freund. Tja, wenn das mal so einfach wäre. Meine Freundin stellt mir gestern die Frage, weißt du eigentlich noch, wo wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Sag ich, weiß ich noch nicht, ist ja auch noch hin. Sie ganz stumpf, aha. Nee, ist es nicht mehr. Ist ja nicht mehr so lange hin. Und außerdem hast du versprochen, dass wir dieses Jahr bei uns feiern. Mit meiner Mutter. So, jetzt stand ich da wie ein Vollidiot. Ich denke, was? Wann hab ich das versprochen? Du stellst mir doch die Frage das erste Mal. Sie? Nein. Erinnerst du dich nicht damals noch, als wir beide auf dem Balkon gesessen haben? Da fiel's mir plötzlich ein. Stimmt. Wisst ihr, wann das war? Das war ein lauer Abend im Juli. Also wer denkt denn bitte ernsthaft bei 26 Grad im Schatten über Weihnachten nach? Und damit einfach nur ja gesagt, weil ich dachte, das vergisst die eh wieder. Fehlanzeige. Frauen kannst du nach dem Spiel beim Fußball irgendwas fragen, wie es ausgegangen ist. Nach 3 Minuten, wenn du nachher abfällst, wisst sie ja nichts mehr. Aber wenn du vor Jahren mal in irgendeiner schwachen Stunde irgendwas versprochen hast, das wissen die noch. Also habe ich gesagt, natürlich, mein Schatz, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe dir dieses Versprechen gegeben, weil ich natürlich nur mit dir feiern wollte. Und da habe ich mir gedacht, wenn deine Mama kommt, hey, kommt meine Mama auch. Dann sind sie meine 3 Lieblingsfrauen endlich zusammen. Ich koche was Schönes und so um 17.30 Uhr ist dann Bescherung. Und wie konnte ich das nur vergessen? Das Schöne ist, mein Tipp, wenn du beide Mütter einlädst, Mütter neutralisieren sich. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann sind die sich nach einer halben Stunde, sag ich mal, so einig, alle drei zusammen, dass ich um 22 Uhr mich mit meinen Kumpels treffen kann und die Frauen trotzdem glücklich sind. Also ich wünsche euch eine schöne Adventszeit.